Ja, servus Leute. Wie ihr vielleicht hören könnt, regnet es jetzt natürlich wieder, wo ich mich extra nach draußen begeben habe, um euch das Ergebnis meiner letzten Bastelei vorzustellen. Und zwar das Beil, das ich ja aufgearbeitet hatte. Da habe ich den Griff jetzt eine Woche lang schön dick mit Leinöl eingerieben stehen lassen, um das Leinöl aushärten zu lassen. Und habe jetzt einfach nochmal richtig gut drüber poliert, Scotchpads, und dann mit einem Dremel und einer Polierscheibe. Und also mir gefällt es richtig gut. Es ist jetzt ein bisschen dunkler hier, als ich erwartet hätte. Das heißt, man sieht nicht so schön, wie gut das eigentlich hier glänzen würde. Den Kopf habe ich dann auch noch nachbearbeitet. Habe hier einfach alles noch ein bisschen schöner, glänzender gemacht, sauberer gemacht. Ordentlich geschliffen habe ich das Ding auch. Ich muss mal kurz gucken, ob ich irgendwas zur Demonstration finde. Ich habe natürlich kein Blatt Papier mit in den Wald genommen, ich intelligenter Mensch. Obwohl ich wollte nur demonstrieren, wie verflucht scharf ich dieses Beil bekommen habe. Ist für ein Beil natürlich unnütz eigentlich, aber macht sich trotzdem ganz gut. Was ich jetzt eigentlich vorhabe, ihr seht da hinten vielleicht, also da, das ist diese kleine Eiche, die ich damals mit meinem Real Steel Observer testweise umgenietet hatte. Die werde ich jetzt noch mal ein bisschen weiter bearbeiten, weil ich mal sehen will, wie sich das Beil so macht. Und vor allem, ob der Kopf auf dem Stiel bleibt. Also, bis gleich. So, dann schauen wir da mal, wie sich's macht. Das Hackel, wenn man bei uns wahrscheinlich sagen wird. Das ist jetzt betreffend die Eiche, die ich damals mit dem Real Steel umgehauen habe. Und dann sehen wir mal, wie sich's macht. Auf geht's. Na, liegen bleiben. Zack. Ja, ging schneller als mit dem Real Steel auf jeden Fall. Also beißt gut, war jetzt Eiche, das heißt, da ist eh immer mehr Widerstand da. Jetzt werden wir mal noch schauen, was so mit ein bisschen feineren Arbeiten, also Anspitzen von irgendwelchen Stöcken oder sowas, wie sich's da macht. So, dann soll es jetzt noch darum gehen, hier einen dünneren Ast mal kappen, anspitzen, einfach nur zum Test. Ja, also ich glaube, man sieht es ganz gut. Es funktioniert. Zack. Ja, Tischlerbeil wird es keins, aber immerhin gut genug. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht. Verfluchter Fokus. Es schnitzt immer noch. Also zwar mit ein bisschen mehr Mühe als vorher, aber es schnitzt noch.
geht. Schön, gefällt mir. Fazit, vorerst, macht selber was. Also geht wirklich her und sucht nach so alten Dingen, die es wert sind, sie zu restaurieren. In meinem Fall hat es sich gelohnt. Ich hatte vorher nur die Fiskars X5, also dieses Winzbeil, was ja nicht so große Kapazitäten hat. Und mal abgesehen davon, dass es gut funktioniert, sieht es in meinen Augen auch noch ziemlich gut aus. Jo, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch da lassen, abonnieren, wie auch immer. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video. Ich habe schon wieder was auf Lager. Tschüss!